Ich finde, es ist interessant, den Kraft von Libori zu sehen, weil es ist ein Heiliger, von dem, soweit wie ich weiß, man sehr wenig wissen. Und trotzdem ist es eine Entwicklung und eine starke Kraft, die die Leute immer wieder zum Christ tragen und ziehen. Es ist eine starke Erfahrung für uns von Norwegen auch, diese noch starke katholische Identität in die Leute hier in Paderborn zu sehen, dass auch die jungen Leute, zum Beispiel die Beiständer von den Prozessionen waren, sie können alle die Versen von den Hymnen. Und sie können das beim Herz mitsingen. Das macht einen großen Eindruck. Ich kam gerade von den Feiern von Heiligen Olav in Trondheim, der unser norwegischer Patron ist und der für uns irgendwie die Libori-Fest ist. Und es ist natürlich sehr klein. Wir sind wenige Katholiken in Norwegen. So ungefähr 2% von den Leuten sind Katholiken. Und von sehr vielen verschiedenen Ländern kommen sie. So viele von ihnen haben keine Identität mit St. Olaf jetzt. Aber trotzdem ist das für uns auch diese Erfahrung von zusammen zu sein und zusammen zu leben und die starke Tradition unseren Glauben wiederzuführen.